Die Berufsunfähigkeitsversicherung sichert dich ab gegen deine Unfähigkeit im Beruf. Nicht ganz richtig. Was genau eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist und warum auch du sie brauchst, das erzähle ich euch heute zusammen mit meinem charmanten Kollegen Andreas. Hi, grüß dich. Genau das machen wir heute. Was ist denn eine Berufsunfähigkeitsversicherung und wer braucht sie? Die Berufsunfähigkeitsversicherung schützt deine Existenz. Also im Grunde wird in Deutschland fast jeder vierte berufsunfähig und dafür ist die entsprechend da. Was sind denn die häufigsten Ursachen für eine Berufsunfähigkeit? Am häufigsten mittlerweile werden die Leute aufgrund der Psyche berufsunfähig. Auf Platz 2 steht dann der Bewegungsapparat. Bewegungsapparat ist genau was? Bewegungsapparat bedeutet Skelett, Muskeln, Knochen, also wenn du was an der Bandscheibe hast oder halt einen Kreuzbandriss. Bedeutet also für mich als Berufstätige in einem Büro, bin ich genauso gefährdet, berufsunfähig zu werden, wie jemand, der harte körperliche Arbeit hat? Klar, unabhängig davon, ob du jetzt nur im Büro sitzt oder halt draußen als Maurer unterwegs bist, kann es natürlich dazu kommen, dass du depressiv wirst oder du hast einen Burnout. Also kann im Prinzip jeder betroffen sein. Wann genau zahlt denn eigentlich die Versicherung und wie lange? Die Berufsunfähigkeitsversicherung zahlt, wenn du länger als 6 Monate deinen Job nicht mehr nachgehen kannst. Und dann natürlich zum am besten Renteneintrittsalter bis 67, was heutzutage gilt. Und wie viel? Das ist davon abhängig, wie viel du im Vorfeld mit uns vereinbart hast. Und das hängt natürlich davon ab, wie viel du auch aktuell verdienst und wo deine Versorgungslücke ist. Was ich mich jedoch frage, wozu brauche ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung, wenn es einen gesetzlichen Schutz gibt? Ja, einen gesetzlichen Schutz gibt es nicht wirklich. Also du kriegst eine Erwerbsminderungsrente vom Staat, die hilft dir aber nicht, deine Existenz abzusichern, denn das ist in der Regel viel zu wenig. Zudem ist es so, dass die Erwerbsminderungsrente nur zahlt, wenn du gar keine Tätigkeit mehr nachgehen kannst. Die Berufsunfähigkeitsversicherung schützt dich aber in deinem aktuellen Beruf. Stell dir mal vor, du kannst als Moderatorin gar nicht mehr arbeiten. Dann würde die BU zahlen, die Erwerbsminderungsrente aber nicht. Die könnten sagen, du müsstest noch Akten einräumen und dir quasi die Leistung verweigern. Und das ist besonders auch wichtig für jüngere Menschen, beispielsweise Studenten oder aber auch Selbstständige, denn die zahlen nicht in diese Kasse ein und kriegen daraus keine Leistung. Also umso wichtiger, sich auch darüber Gedanken zu machen, dass ich nicht zu einem Job gezwungen werden möchte, nur damit ich überhaupt noch Geld bekomme vom Staat. Ja, das ist natürlich heftig, dass gerade Schüler, Studenten oder auch Selbstständige keinerlei gesetzlichen Anspruch auf Ausfall haben, wenn sie berufsunfähig werden. Da stelle ich mir natürlich die Frage, das sind die, die halt auch immer wenig Geld haben. Was kostet denn so eine Berufsunfähigkeitsversicherung? Ja, das hängt immer davon ab, wie du quasi im Leben jetzt quasi stehst. Das ist individuell zu vereinbaren. Also die Prämie richtet sich oder der Beitrag richtet sich danach, was du für eine berufliche Tätigkeit ausübst. Bist du Moderatorin oder bist du Tischler? Wie alt bist du? Je jünger, desto preiswerter kann man eigentlich immer sagen. Und natürlich auch, wie ist dein gesundheitlicher Zustand und wie viel verdienst du aktuell? Okay, bedeutet also für mich, je oller, desto teurer, je fitter, desto besser und je risikoärmer mein Beruf ist, ist auch irgendwie günstiger. Was sind denn so richtig teure Berufe? Ja, teure Berufe sind natürlich risikobehaftete Berufe. Also stell dir mal vor, der Dachdecker, der den ganzen Tag auf dem Dach rumläuft und abstürzen kann, der hat ein relativ hohes Risiko, berufsunfähig zu werden. Wie hoch sollte denn die Berufsunfähigkeitsrente sein? Ja, im Grunde geht es darum, deinen Lebensstandard ja aufrechtzuerhalten. Also alle laufenden Kosten, die du jetzt aktuell auch hast, beispielsweise Miete oder die Ausgaben für deine Kinder, für die Schulausbildung, die sollten darüber gedeckt sein. Gibt es da irgendwie so eine Faustformel, mit der ich rechnen kann? Ja, du kannst dir eigentlich angucken, was hast du als Brutto im letzten Jahr verdient und davon 60% zu nehmen, das sollte es eigentlich schließen. Wenn ich jetzt eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen möchte, muss ich mich ja der sogenannten Gesundheitsprüfung unterziehen. Oder gibt es da auch Wege, dieser zu entgehen und was verbirgt sich dahinter überhaupt? Nein, also auf dem deutschen Markt gibt es keine Anbieter, die ohne eine Gesundheitsprüfung quasi so einen Tarif zur Verfügung stellen. Also bei jedem Antrag für so eine Versicherung musst du quasi die Gesundheitsprüfung ausfüllen. Sei es jetzt auf dem Formular oder im Internet. Was genau fülle ich da aus? Was gebe ich da preis?
In der Gesundheitserklärung gibst du quasi deinen gesamten Gesundheitszustand an. Sei es jetzt Größe, Gewicht oder Vorerkrankungen, ob du jetzt schon mal einen Bandscheibenvorfall gehabt hast, etc. Also solche Sachen kommen da rein und natürlich auch, was du aktuell verdienst, damit du nicht überversichert bist. Jetzt bin ich ja schon einen Ticken älter als du, hatte tatsächlich schon einen Bandscheibenvorfall und denk mir jetzt, damit der Tarif nicht so hoch wird, lass ich das mal hinten rüberfallen. Ja, das solltest du unter Umständen nicht tun. Leider ist es so, dass die Versicherung das natürlich dir nachher negativ auslegen kann. Sei lieber so ehrlich und gib's von vornherein an. Bedeutet, wenn ich die falschen Angaben in der Gesundheitsprüfung mache, dann zahlt im Zweifel einer eintretenden Berufsunfähigkeit mein Versicherer nicht. Dementsprechend heißt es hier ehrlich sein. Muss ich denn immer wieder eine neue Gesundheitsprüfung machen, wenn ich an meiner Prämie etwas ändern möchte? Nein, ist nicht nötig. Also wenn du bei Vertragsschluss darauf achtest, dass eine Dynamik eingeschlossen ist, dann steigt quasi jedes Jahr natürlich auch die Berufsunfähigkeitsrente und passt sich deinem Einkommen an. Das andere ist die Möglichkeit, dass du in deinem Leben irgendwelche Lebensereignisse hast, über die du dann die Rente erhöhen kannst. Sei es jetzt eine Geburt eines Kindes oder Hauskauf oder aber auch Berufswechsel. Dann hast du die Möglichkeit, da entsprechend zu korrigieren. Super, bedeutet also, die Prämie sollte ich an meinen aktuellen Lebensereignissen anpassen und wenn sich bei mir im Leben was ändert, auch mit meinem Versicherer ins Gespräch gehen, um entsprechend Anpassungen vorzunehmen. Ja, vielen Dank, Andreas. Jetzt hast du alle meine Fragen rund ums Thema Berufsunfähigkeitsversicherung beantwortet und ich hoffe, auch ihr habt ein bisschen Aufklärung erfahren und würde mich super freuen, wenn ihr uns folgt. Lasst uns ein Like da oder schreibt uns in die Kommentare, ob noch weitere Fragen offen sind. Zum Thema BU kann ich nur sagen, die BU brauchst auch du. We'll be right back.